Wenn ein Fallschirmspringer aus dem Flugzeug springt, dann ist der Sprung nicht zu Ende, sondern dann geht er erst richtig los. Er muss die richtige Höhe abwarten, die Leine ziehen und dann auf den Landepunkt noch ansteuern. Und so ähnlich ist es auch beim Finanzplan. Nur wenn du den Umsatzplan, die GUV, den Liquiditätsplan, den Kostenplan, Finanzierungsmittelplan aufgestellt hast, dann ist dein Finanzplan lange noch nicht fertig. Und ich werde dir heute zeigen, wieso. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und wir helfen jedes Jahr Hunderten von Menschen dabei, ihren Finanzplan so aufzubereiten, dass sie eine verlässliche Basisplanung haben, die nachhaltig ist, auf die sie aufbauen können, die so belastbar ist, dass der Gründungszuschuss beim Arbeitsamt oder Fördermittel über Banken oder andere Fördertöpfe beantragt werden können. Und viele Klienten, die zu uns kommen und sagen, ja, mein Finanzplan ist schon fertig. Nun, da fehlt fast die Hälfte und die werde ich dir heute zeigen. Viele Gründer, aber auch Unternehmer, die zu uns kommen, sagen, ich habe meinen Umsatzplan schon fertig gemacht. Aber häufig sind es nur die ersten 12 Monate auf monatlicher Basis und danach quartalsmäßig oder jährlich. Ich lade dich aber ein, gerade auch für die Banken, die wissen wollen, wie das zweite und dritte Jahr verläuft, alle 36 Monate monatlich zu machen. Dann denke bitte aber auch an die Verbindung zu den variablen Kosten. Musst du Räume buchen? Hast du Transaktionsgebühren? Musst du Verpackungskosten vorstrecken oder bezahlen? Hast du Fremdleister eingebaut? All diese Variablen oder Umsatzkosten gilt es dann auch miteinander logisch zu verknüpfen und den Zahlungsdelay der Geldein- und Geldausgänge auch zu berücksichtigen. Und schließlich hast du auch begrenzte Kapazitäten, entweder deine Zeit oder die Produktionskapazitäten deiner Maschinen. Deshalb ist auch ein Auslastungsplan hier sinnvoll. Auf dem Umsatzplan schließlich basiert die Gewinn- und Verlustrechnung, wo auch deine Fixkosten, wo die Personalkosten, wo Kapitaldienstkosten und vielleicht auch die gewerblichen Steuern schon integriert sind, außer der Umsatz- und Vorsteuer, die dann im Liquiditätsplan abgebildet wird, inklusive der Tilgung. Wenn du jetzt noch zusätzlich ausrechnest, wie hoch deine Anfangsinvestitionen, deine Gründungskosten sind und wie groß deine Betriebsmittelreserve sein muss, um die ersten Monate zu überleben, dann hast du den Gesamtkapitalbedarf ermittelt und kannst davon auch ableiten, wie viel Finanzierungsmittel du brauchst und welche Förderprogramme du wie in Kombination mit deinem Eigenkapital zusammensetzen kannst. An diesem Punkt denken jetzt die meisten, wenn sie überhaupt so weit gekommen sind, dass der Finanzplan fertig ist. Aber weit gefehlt. Das Wichtigste kommt jetzt erst noch. Das Wichtigste ist nämlich zu erklären, wie der Umsatz, wie deine Umsatzplanung zustande kommt. Und da verwende ich einfach mal den Begriff Order. Das bedeutet, wie viele Order, wie viele Aufträge hast du im ersten Monat, im sechsten Monat, im zwölften bis hin zum 36. Monat? Und jetzt kommt die Frage, die sich jeder kundige Leser stellt. Wie bist du darauf gekommen? Welche Werte, welche Prozesse, welche Budgets legen deinen Umsatzannahmen zugrunde? Das bedeutet nun, dass vor dem eigentlichen Umsatzplan sich ein Funnel, ein Trichter auftut, wo es darum geht, herauszufinden, wie viele Leads benötigst du überhaupt? Wie viele Leads müssen generiert werden, damit deine Order, deine Auftragsvolumina, deine Umsatzzahlen zustande kommen? Bei diesem Lead-to-Order-Funnel geht es jetzt nicht nur darum zu überlegen, was passiert als erste Maßnahme, wenn sich ein Interessent meldet oder in dein Ladengeschäft kommt oder auf deine Webseite geht und welche verschiedene Stages, also Stufen, durchläuft an diesem Funnel, wie viele Mitarbeiter brauchst du, was sind das an Kosten und wie sind die Quoten, wenn sich hier 10 Leads melden, wie viele machen tatsächlich jetzt einen Umsatz, einen Auftrag. Es geht nämlich auch darum herauszufinden, woher bekommst du überhaupt deine Leads? Also was sind die Ressourcen, was sind die Quellen? Und sowohl das Einkaufen von Leads, das Generieren von Leads kostet Geld, als auch das Betreuen, das Begleiten eines Leads vom Erstkontakt bis hin zum Order. Und diese Gelder, die müssen dann auch in deinem Umsatzplan, im Kostenplan abgebildet sein. Entweder sind sie in den variablen Kosten mit drin, dass du dir Leads einkaufst, zukaufst, oder sie müssen in deinem Marketingbudget drin sein und deinen Personalkosten, die dann den Sales Funnel begleiten. Erst wenn du weißt, welche Ressourcen, welche Quellen, Leadquellen überhaupt vorhanden sind und was die Kosten pro Stück in der Menge oder vom Werbebudget heraus. Und erst wenn du weißt, wie dein Sales Team aufgestellt sein muss, damit die bestmöglichen Quoten erzielt werden. Erst dann kannst du überhaupt von Kostenplanung ausgehen. Erst dann weißt du, welche Budgets du in die Hand nehmen musst. Und wenn du das Ganze noch untermauerst mit belastbaren Quoten, du also weißt, wie viele Leads Order werden, also Lead-to-Order-Quote, wenn du die kennst, dann baust du vor deinem Umsatzplan noch deinen Marketingplan.
Und dieser Marketingplan, der kostet nicht nur Geld am Anfang, wenn du dein Content, die Seiten, dein CI, deine Corporate Identity entwickelst. Dieser Marketingplan hat auch laufende Kosten, laufende Gebühren. Und auch die gehören in deinen Gesamtkostenplan hinein. Entweder verbunden in den variablen Kosten oder in den Fixkosten. Und wenn du das integriert hast, dann ist dein Finanzplan annähernd fertig. Jetzt weiß nämlich der kundige Leser, woher du deine Umsatzannahmen postuliert hast. Auf welchen Basen, auf welchen nachhaltigen Prinzipien und Quoten deine Umsatzannahme basiert. Da lade ich dich jetzt gerne ein, unseren Gutschein zu nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, um erstens deinen Finanzplan vollständig abzubilden auf der Ergebnisseite, aber auch auf der Verursachungsseite im Marketingkonzept die entsprechenden Quoten zu ermitteln, die Kosten zu analysieren und das Ganze in Verbindung zu bringen, dass es schlüssig, plausibel und ganzheitlich ist. Gerne aber kannst du jetzt auch unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.